Ein Ostduell und zwei Spitzenspiele. Hamburg und Heidenheim wollen ganz nach oben. Ob das klappt, seht ihr jetzt bei den Top-Tipps der zweiten Liga zum 9. Spieltag, jetzt bei den Wettfreunden. Wir schreiben den 9. Spieltag der zweiten Bundesliga. Großartig, dass ihr dabei seid. Hier sind die Wettfreunde. Ja, mit dem Alleskönner Jan. Ja, hi Olli. Ja. Endlich angekommen in der zweiten Liga, kann man so sagen. Ja. Alle Tipps richtig am letzten Spieltag. Genau. Jan hat jetzt dieses Format verstanden. Wir sind ja noch nicht so lange dabei. Ja, aber wenige Tipps, dafür alle richtig sehr gut gemacht. Ja, danke. Das heißt, der Druck ist von meinen Schultern genommen. Ich kann weiterhin wild ins Blaue tippen. Und ja, Jan sagt dann, wie es lang geht und wird damit gleich anfangen. Ja. Was du so schön als Ostduell bezeichnet hast. Norddeutschland empfängt Mitteldeutschland oder Rostock gegen Magdeburg. Ja, ganz tolles Duell auf jeden Fall. Ja, ich weiß, es sind heikle Partien zu tippen, finde ich. Ne? Also Rostock, der aktuell Tabellenzwölfte, hat ja 1:3 in Düsseldorf verloren und das auch völlig verdient. Und ja, der Tabellenfünfzehnte Magdeburg hat sich mit einem 2:1 gegen Fürth ein bisschen rehabilitiert, auch ja, ein bisschen glücklich, aber dachte schon, dass das so langsam mal was werden muss, seit Magdeburg ein Heimspiel. Jetzt ist natürlich auswärts in den Hexenkessel nach Rostock und das ist nicht ganz so einfach. Ja, ich bin mir da nicht ganz sicher. Also ich tendiere ein bisschen zu Magdeburg, dass da so der Knoten geplatzt ist und die jetzt auch in Rostock gewinnen können. Eigentlich aber beide Mannschaften sind noch nicht so ganz so. Ich nehme das Unentschieden. Allerdings hat Rostock noch kein einziges Mal unentschieden gespielt in dieser Saison. Ja, wird zur Zeit. Ne? Ja. 3,9. 3,9. Ich nehme das Unentschieden und beide Teams treffen. Ja, dann wird ja noch mal was draufgepackt. Sagen wir mal eine 4,4 oder 4,5 ungefähr. Macht es natürlich noch attraktiver. Auswärtsquote für den FCM eine 3,5. Heimsieg eine 2,1. Ja, ja, gibt doch einige Gemeinsamkeiten zwischen beiden Mannschaften. Ja, sind sich ja schon in der DDR-Oberliga häufiger begegnet. Damals, ja gerade in den letzten, in den 80er Jahren, hatte ja Magdeburg dann nicht viel zu lachen an der Küste. Ja, jetzt in der gemeinsamen Drittliga-Vergangenheit sah es ein bisschen besser aus. Das letzte Gastspiel haben sie schon gewonnen mit 2:0. Ja, insgesamt 5 Gastspiele in der dritten Liga, 2 Siege, 2 Unentschieden, nur ein Heimsieg. Ja, und laufende Saison, beide schon mit 5 Niederlagen. Ja, und so richtig kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, dass beide Mannschaften die laufende Saison überleben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da es mindestens bei einer Mannschaft nach unten geht. Ja, stimmungstechnisch jetzt eher Hansa in Gefahr. Wir haben ja die letzten 3 Spiele jetzt alle verloren. Ja, gerade auswärts kriegen sie es nicht so richtig gebacken. Ja, und ja, zu Hause hält sich ja die Waage. Ja. Magdeburg hat sich nochmal verstärkt, auch mit einem italienischen Nationalspiel. Ja, und hat gleich super funktioniert. Ja, ja, gleich geknipst. Auch der Zeitpunkt war jetzt schon glücklich natürlich gegen Fürth. War ja kurz vor Schluss, 86. Minute ungefähr. Ja, plus minus 1, sage ich mal. Aber unterm Strich ein verdienter Sieg, ja, wie immer eigentlich, ja, ein sehr ordentliches Heimspiel abgeliefert, bloß diesmal haben sie eben nicht verloren. Ja, endlich auch Belohnung. Auswärts hat sie davor schon ganz gut hingehauen, ja, die ersten 4 Saisonziele hatten sie ja alle in der Fremde geholt und auch selbst bei den Niederlagen ja nicht durch die Bank schlecht ausgesehen. Ne? Mhm. Also wenn ich mich da an das letzte Gastspiel in Paderborn erinnere, das war ja jetzt nicht so schlecht, dass man sagen muss, in Rostock geht jetzt überhaupt nichts. Das 4:4 in Kaiserslautern nicht zu vergessen. Ja, das ist auch legendär. Definitiv, ja, sie können alles, ja, können totale Rohrkrepiererspiele in der Offensive abliefern, war jetzt eigentlich häufiger, ja, und dann kann es mal richtig flutschen, wie es eben auch schon beim 3:2 beim KSC geflutscht ist, ganz zu Saisonbeginn. Ja, ich traue es ihnen zu, da was mitzunehmen, ja, doppelte Chance x2, ich würde es absichern, weil ich mir eben sowohl einen Auswärtssieg als auch einen Unentschieden vorstellen kann. Ich auch, ja. 1,75, ja. Natürlich nicht halb so schön die Rendite wie bei dir, aber ja, dafür auf Nummer sicher gegangen. Das klingt sehr vernünftig. Ja. Ah, mal gucken, ob Barisch Artik vielleicht dann auch mal irgendwann wieder teilnehmen kann am Tagesgeschäft. HSV gegen Düsseldorf. Der Tabellenzweite empfängt den Tabellenfünften. Ja, Düsseldorf ja vielleicht auch so mit versteckten Aufstiegsambitionen. Das 3:1 gegen Rostock war eine sehr ordentliche Leistung, muss man sagen. Und der HSV hat endlich auch mal sein Kiel-Trauma überwunden. Dort 3:2 gewonnen, hat sich allerdings noch 2 Buden in der Nachspielzeit eingefangen. Da fragt man sich doch auch. Also HSV ist so ein bisschen wie Hertha der zweiten Liga. Also die spielen echt scheiße, gewinnen dann aber trotzdem noch ab und zu. Ja, finde ich schon ganz gut. Unterschied, dass der HSV schon etwas häufiger gewonnen hat. Ja, das ist richtig. Ja. In der Heimtabelle allerdings auch nur auf Platz 12. Also der HSV auswärts schon tendenziell stärker. Und daher mache ich mir da auch so ein bisschen Gedanken gegen Düsseldorf.
HSV auch mit noch 0 Unentschieden in dieser Zweitligasaison und daher denke ich mal, es wird auch Zeit. Eigentlich wollte ich auf den HSV tippen, aber ich nehme auch hier das Unentschieden. Düsseldorf hat mich doch überzeugt beim 3:1 gegen Rostock. Das lohnt sich schon wieder, gibt nämlich auch hier eine 3,9 für das einfache Unentschieden, ja, ohne eine Festlegung auf Tore für wen auch immer. Ja, also müssten ja gleich viele sein ungefähr. Heimsieg 1,9, Auswärtsquote für die Fortuna eine 4,1. Ja, letzte Woche hat der HSV den Bock umgestoßen, hatten ja zuvor noch nie gegen Kiel gewonnen. Jetzt der erste Sieg, ja, und ja, jetzt möchte die Fortuna es den Hamburgern gleichziehen. In der zweiten Liga zumindest haben sie ja noch nie gegen den HSV gewonnen, ja. Gab natürlich erst 4 Duelle, das schränkt das Ganze etwas ein. Das erste Duell hatten sie noch verloren im Volkspark damals. Dann folgten 3 Unentschieden, ja, das heißt, auch wenn der HSV in dieser Saison da noch eine Leerstelle hat, gegen die Düsseldorfer war das durchaus, ja, oder gehörte es durchaus zum guten Ton in der jüngeren Vergangenheit. Und muss auch sagen, das einzig Überraschende an den beiden Kiel-Treffern war ja wirklich, dass sie so spät fielen. HSV hat ja lange drum gebettelt, ja, und ja, eigentlich schon sensationell, wie sie teilweise ihre Spiele in dieser Saison gewinnen. Ja, es hat ja jetzt in den letzten Jahren immer daran gekrankt, dass sie ihr riesiges Potenzial sozusagen, ihre Überlegenheit auch teilweise nicht in die angemessenen Punkte ummünzen konnten. Ja, jetzt ist es umgekehrt. Gut, über das Potenzial will ich mich nicht auslassen, ja, aber zumindest die Leistungen sind doch eigentlich nicht so, dass man sie jetzt auf Platz 2 vermuten würde. Eigentlich ein richtiger Fingerzeig Richtung Aufstieg, ja, wenn man jetzt mit solchen Leistungen so weit oben steht und noch Steigerungspotenzial hat, dann kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Ja, und insofern, ja, auch wenn Düsseldorf durchaus sich ganz gut entwickelt in dieser Saison, ja, und Platz 5, ja, alle Optionen nach oben. Auch wenn sie schon ein bisschen Rückstand haben auf die beiden direkten Aufstiegsplätze, haben sie doch da durchaus das Zeug, eine richtig gute Saison zu spielen. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass der HSV jetzt ja, mit diesem Momentum auf seiner Seite das jetzt durchzieht, hier den Sieg einfährt. 1,9, nicht die Bombenquote, ja, aber ich würde mich damit begnügen. Knappe Siege sind ja nun mal das Metier der Hamburger in dieser Saison. Ja, also mehr als 2:0 geht da überhaupt nicht. Ja, und schon das wäre mir eigentlich ein bisschen zu mutig jetzt gegen die Fortuna, die aber eben jetzt nicht so mega auswärtsstark ist, bekanntlich. Ja, insofern würde deine Niederlage im Volkspark ganz gut reinpassen. Kann ich mir auch vorstellen. Ich bleibe hier aber trotzdem beim Unentschieden. Haben wir noch die Partie Heidenheim gegen Kaiserslautern. Der Tabellendritte empfängt den Tabellen-Siebten. Ja, die Kaiserslautern. Also in Kaiserslautern ist ja immer was los. Ne? Ja, Wahnsinn. Das 3:3 gegen Darmstadt. Und dann vorher noch das 4:4 gegen Magdeburg und dann das 0:0 da gegen Sandhausen. Also irgendwie, also Lautern zu Hause dann nochmal ein paar Unentschieden. Müssen sie aber vielleicht langsam mal gewinnen. Also der Aufsteiger da natürlich jetzt so ein bisschen dazu gefangen. Und ja, gegen Heidenheim wird das schwierig, meiner Meinung nach. Die haben zwar 0:0 in Karlsruhe gespielt, aber waren für mich die bessere Mannschaft. Und Heidenheim einen sehr guten Saisonstart, auch coolen Trainer. So, das könnte vielleicht auch Richtung erste Liga gehen. Und daher denke ich mal, dass Heidenheim zu Hause gegen Kaiserslautern gewinnen kann. Bringt eine 2,15, ja, was ja die Favoritenstellung untermauert. Unentschieden 3,7, Auswärtsquote 3,5. Ja, wenn man mich fragt, wer jetzt mehr Spaß macht, sind das natürlich die Roten Teufel. Definitiv. Torverhältnis von 16:13, ja, wow. Die zweitbeste Offensive. Defensiv jetzt nicht ganz so weit vorne im Ranking, ja, aber ja, Heidenheim dagegen ziemlich langweilig, ja, in 4 von 8 Spielen die 0 gehalten, ja, jetzt, wenn sie dann selber nicht treffen, da ist besonders wenig los, aber eben natürlich enorm erfolgreich, ja, gerade eben diese mega stabile Defensive, die es schon fast mit dem HSV aufnehmen kann, ja, aber ja, jetzt auf jeden Fall ein Duell der Ungeschlagenen, zumindest wenn es nach den Örtlichkeiten geht, Heidenheim daheim ja noch ohne jede Niederlage, 7 Punkte aus 3 Spielen geholt. Kaiserslautern hat sich auch die einzige Saisonniederlage bis jetzt ja daheim eingefangen mit einem 0:1 gegen Paderborn. Auswärts ging immer was, auch wenn es zwischenzeitlich beileibe nicht immer danach aussah. Ja, aber mal so ein Rückstand von 1-2 Toren, das ist ja gar nichts für die Pfälzer. Ja, und ja, insofern kann ich. Auch eine Führung nicht. Nee, das dann auch nicht, ja. Aber ja, das gehört eben dazu. Führungswechsel und jede Menge Spaß für das neutrale Publikum. Und ich glaube, die Fans der Roten Teufel, die können dem auch was abgewinnen. Ja, ich glaube auch, dass sich dieser doch sehr anarchische Stil jetzt durchsetzen wird in Heidenheim. Ja, dass diese Nullnummern da von den Gastgebern nicht durchzusetzen sind, wenn sie da wirklich was holen wollen, am Ende noch
den Heimsieg einfahren, müssen sie da auch mächtig aufs Gaspedal drücken. Hinten wird es auf jeden Fall mal klingeln. Ja, und ja, da die Über-Unterquoten so sind, würde ich hier eine mutige Überquote abgeben oder einen mutigen Übertipp. Eine übermütige Quote. Einen übermütigen Tipp. Ja, über 2,5 bringt eine 1,75. Okay, das ist noch nicht so doll, ja, aber über 3,5 Tore. Ja, also mindestens 4 bringt eine 2,75. Ja, das wäre hier meine Wahl. Und ja, geht natürlich eindeutig auf die bisherigen Leistungen des ersten FC Kaiserslautern zurück, der eben einfach ja, für so Schützenfeste gemacht ist. Das ist richtig. Und dass Heidenheim knipsen kann, haben sie auch schon bewiesen. Aber ja, Kaiserslautern, wer würde sie nicht gern wieder im Oberhaus wiedersehen? Ja, also solange sie so spielen wie jetzt, ist mir eigentlich egal, wo sie spielen. Das guck ich mir immer an, ja, sehr gerne. Ja, und ja, trotzdem würde man sie natürlich auch mal wieder in den Top-Stadien begrüßen. Nichts gegen Heidenheim, ja, aber es geht ja noch eine Nummer größere. Sind wir noch sehr gespannt auf eure Tipps. Und Anmerkungen, Hinweise wie immer. Freut uns sehr, von euch zu hören. Haltet uns die Treue und folgt uns gern.